Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Force of Nature 2, dem wohl krassesten Grindspiel ever. Ja, also Wahnsinn. Ich habe mal nur ein bisschen was vorbereitet. Also ich habe einfach nochmal Kohle angeschmissen, habe hier ein paar Eisenbarren angeworfen und hier nochmal ein bisschen Glut, heißt es ja jetzt, angeschmissen, weil das brauchen wir ja die ganze Zeit. Das Ziel heute ist... Nicht heute wahrscheinlich, weil wir wissen ja, wenn wir eine Sache machen wollen, brauchen wir 30.000 andere dafür. Das heißt, es kann sich auch wieder strecken. Aber das große Ziel ist, bevor wir wieder rübergehen in die andere Welt, um uns da weiter durchzumetzeln, weil das ist schon ziemlich hart mittlerweile. Und da wäre es sinnvoll, halt neue Waffen zu haben und auch eine bessere Rüstung. Deshalb möchte ich einmal hier im Schneidertisch heute die Lederklamotten machen. Und ich entscheide mich erstmal für die schweren Lederstiefel und ansonsten, ich meine, die beiden Sachen wären auch ziemlich cool. Sandalen sind halt super, um schnell zu laufen, aber ich glaube, die Sandalen brauchen wir später für die leichten Klamotten, wenn wir dann in einem Gebiet sind. Ich gehe davon aus, dass wir in ein Gebiet kommen, wo es sehr heiß sein wird, da brauchen wir dann diese Sachen. Also Lederrüstung möchte ich bauen mit den schweren Lederstiefeln. Ja, wir sind dadurch langsamer, wir haben aber auch noch einen Buff. Also insofern wird es nicht ganz so dramatisch sein. Bauen wir uns halt ein paar mehr Portale und dann ist das auch wieder geritzt. Also Lederklamotten und die kleine Tasche will ich haben, damit wir mehr tragen können. Da kriegen wir 11 Slots in Summe. Bei dem kleinen Ding hier haben wir ja nur 4 bekommen, ne? Das wäre nochmal ganz cool. Also nochmal ein paar mehr. Das wäre wirklich eine nice Geschichte. Dann möchte ich gerne die ganzen Eisentools und auch Eisenwaffen bauen. Die sehen wir aber noch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal upgraden. Das kann ich ja machen. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Das mache ich jetzt. Das wollte ich unbedingt mit euch zusammen machen. Also werde ich jetzt auf. Wenn meine Stimme sich ein bisschen noch beschissener anhört als sonst, liegt es daran, dass ich irgendwie leicht angeknackst bin. Also irgendwie mir einen aufgenackt habe. Keine Ahnung. Bin heute heiser aufgewacht. Bin froh, dass die Stimme überhaupt funktioniert. Man hört mich also noch. Und das ist, glaube ich... am wichtigsten erstmal. So, wir machen das Upgrade. Es wird schon wieder Nacht. Ein Riesenspaß. Und wir haben neue Sachen. Genau, darum ging es mir. Also, wir brauchen... Genau, da können wir jetzt auch Eisenblech herstellen. Das ist auch nochmal wichtig. Wir brauchen alle Tools. Eisenspitzhacke ist super essentiell wichtig. Eisenaxt natürlich auch, dass wir mehr Holz rankriegen und so weiter. Diese ganzen Sachen sind super, super wichtig. Messer ist ja wieder zum Craften gedacht. Eisenschwert mit 15er Schaden. Aktuell laufe ich ja auf 12er Schaden mit dem Speer. Und 11er Schaden mit der Kampfwaffel. Kampfwaffel. Was? Kampffackel? Die finde ich übrigens sehr, sehr nice. Allerdings, wenn ich das Schwert jetzt sehe... was haben wir sonst noch? Den neuen Speer mit 19er Schaden. Auf jeden Fall, Leute, muss ich haben. Streitkolben... 25er Schaden. Was? Alter, was? Okay. Okay, also damit ist klar, dass wir alle Waffen bauen müssen. Haben wir hier noch irgendwas? Was Neues? Hier kommt dann später Stahl noch dazu. Da frage ich mich. Da müssen wir wahrscheinlich Stahl machen. Also Stahl lernen. Stahlbau. Und dann haben wir hier Jade. Oh, wie geil das aussieht. Oh, das ist natürlich... Und Obsidian kommt dann ganz zum Schluss. Okay, nice. Okay, das können wir alles noch freischalten. Was mich jetzt noch interessiert. Wir hatten ja die Kampffackel gebaut. Ich gucke mal... Warte, erstmal muss ich hier noch gucken, ob hier noch was Neues drin ist. Hammer aus Eisen. Okay, ja. Ist denn hier auch noch was Neues? Weil den hatten wir ja, die hatten wir ja im Alchemietisch gebaut. Ja, offensichtlich. Ja, schade. Ich fand die eigentlich ganz cool. Was ist das hier? Der funkelnde Hammer. Brauchen wir gar nicht mehr, ne? Ist irgendwie Quatsch. Ich wüsste jetzt nicht, wofür wir den noch brauchen. Der sieht zwar cool aus, aber irgendwie... Den haben sie ja jetzt erst kürzlich mit dazugebracht. Oder reingeholt mit einem Update. Die hätten wir wahrscheinlich vorher gebraucht, ne? Naja, egal. Okay, wir werden also anfangen mit... machen wir erst die Rüstung. Ich muss kurz gucken. Für die Rüstung benötigen wir halt Sackleinen sehr viel und Baumwollstoff.
Baumwollstoff können wir doch bestimmt auch hier oben machen, ne? Im Webstuhl. Muss kurz gucken. Müssen wir nur Baumwolle anbauen. Das können wir ja schon mal machen. Und Sacklein. Oh nein. Dann müssen wir das Schaf wieder füttern. Das Schaf möchte gefüttert werden. Hier haben wir noch Wasser. Anderes Wasser holen wir gleich noch. Oh, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir müssen unbedingt dieses andere Teil bauen, womit man alte Sachen verwerten kann. Ich werde irre. Wir haben so viel Kram. Warte mal, hier haben wir Baumwolle. Haben wir denn auch Baumwollsamen? 5 Stück? Ist das nicht ein bisschen wenig vielleicht? Das ist ja furchtbar. Das brauchen wir noch für Schaf. Warte mal. Kot haben wir hier auch eine ganze Menge. Wo ist mein Schaf hier? Friss! Wir brauchen mehr Sackleinen. 10 Stück alleine schon. Für irgendeins von den Sachen. Moment mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oder war das hier unten bei Bauen? Wir brauchen... Wo ist das Teil? Das hatten wir doch mal irgendwann gesehen. Wahrscheinlich aber noch gar nicht... Haben wir noch gar nicht gelernt, ne? Muss mal zum Entdeckertisch. Irgendwo... Wieso finde ich das nicht? Wie finde ich denn das jetzt? Wo finde ich das denn jetzt? Wo habe ich denn das gesehen? So, warte mal. Das war auf jeden Fall ausgegraut. Amboss-Hochofen, lalalala. Wiederverwerter. Das Ding will ich haben. Dafür brauchen wir Bauarbeit. Okay, Bauarbeit, dann vielleicht sollten wir jetzt erstmal gucken, dass wir Bauarbeit machen können. Damit wir diesen Wiederverwerter bauen können. Damit ich diese ganze Kacke da mal reinschmeißen kann. Das ist ja furchtbar. Ist das sinnvoll, vielleicht jetzt erstmal zu bauen? Wir brauchen 10 Nägel, 20 Bretter. Ich guck mal kurz. 10 Nägel, 20 Bretter. Wir haben 8 Nägel. Mist. Bretter haben wir, glaube ich, gar nicht. 20. Machen gleich mal noch ein paar Bretter. Warte. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir erstmal diesen Wiederverwerter bauen. Und alles ist wieder anders. So, ich nehme mal kurz die Baumwolle mit. Nee, halt. Warte. Und das Wasser? Das kommt kurz weg. Baumwolle. Und das Wasser? Genau. Pflanzen. Okay. So, da haben wir erstmal nur eine. Das dauert auch eine Weile wahrscheinlich. Wir müssen auf jeden Fall Baumwolle machen. Das ist ganz wichtig. So, dann tauschen wir das nochmal kurz aus. Jetzt habe ich ja hier schon eine einzige Traube. Ich mache die mal kurz weg. So, dann gucken wir mal, ob er hier fertig ist. Bitte. Dann machen wir jetzt hier noch ein paar Bretter an. Let's go. Nägel. Was brauchen wir noch? Was war das noch? Achso, da muss ich zum Entdeckertisch. Weiß ich gerade nicht. Sorry, wenn ich mich räusper. Das muss gerade sein.
Können wir hier noch ein bisschen Kohle machen? Ja, bitteschön. Kohle ist gut. Mal gucken, wie viel der hier fassen kann, ne? So, Bretter haben wir schon mal. Wir warten jetzt noch auf die Nägel. So, jetzt gucke ich mal kurz. Ah, der Wiederverwerter, der ist... wäre wirklich... Hör doch auf, da rumzulaufen. Der wäre wirklich wichtig, ne? So, Bauarbeit. Dann brauchen wir einen Stein, Tinte und eine Schreibfeder, verdammt nochmal. Okay. Stein, Tinte. Tinte haben wir nicht. Aber ich glaube, wir brauchen Asche dafür, ne? Oh Gott, ich habe schon wieder das Ganze... Warte mal. Moment. Moment, Moment, Moment. So, das geht jetzt erstmal hier rüber. Mache ich denn das jetzt alles? Was ist denn das hier alles? Kartoffeln brauchen wir jetzt auch nicht. Ich packe mal die Fressalien alle wieder in die Nahrungsbehälter, weil jetzt sind wir gerade nicht unterwegs. Wahrscheinlich sollte ich mir erstmal... so eine kleine Tasche bauen, dass wir mehr Platz haben, einfach. So. Da. Wo habe ich denn diese... Mach mal die Glut hier rein. Ach nee, das ist Quatsch. Glut kommt auf die andere Seite. Hier haben wir noch Kupferblech. Hier ist noch Sackleinen. Einen Stein. Ach, den einfach ein 20er Stack mit. So, dann machen wir hier doch Kupferbarren noch rein. Das Problem ist ernsthaft bei diesem Spiel, dass man so viele Zwischenschritte machen muss. Das ist für Leute wie mich der Horror. Weil ich immer direkt vergesse, was ich eben noch machen wollte. Ganz schlimm. Ganz furchtbare Geschichte. Hier ist noch Eisenerz. Ich nehme mal noch einen Stack hiervon mit und mache mal noch einen Stack davon. Das kann aber bitte der Geist machen. Dann haben wir hier ein Problem. Da geht es nicht weiter, weil das Ding voll ist. Okay. So, dann... werde ich hier nochmal kurz... Rohmaterial, da wollte ich das reinmachen. Nee, macht das Sinn? Warte mal ganz kurz. Oh, wir machen mal noch ein paar Eisenbarren. Und dann kann der Rest hier rein. Zack. Was ist das hier? Lederreste. Das können wir doch auch irgendwie verballern, ne? So, okay. Das macht der Geist bitte weiter. Ich hole mir noch eine Wolle. So. Wir brauchen Tinte. Tinte ist ein Thema. Tinte kann ich machen hier. Dafür brauche ich 2 Asche. 3 Eier und ein Wasser. Wir haben 3 Eier. Wir haben Asche. Wir können einmal Tinte herstellen. Okay. So. Dann brauchen wir noch so eine dusselige Feder. Die haben wir hier. Die machen wir auch gleich. Was war das andere? Ein Stein habe ich. Also können wir wahrscheinlich gleich bauen lernen, Leute. Das ist ja noch viel geiler. Okay, dann können wir vielleicht doch schon irgendwie eher uns eine schöne Basis bauen. Die wahrscheinlich 10 Jahre lang dauert. Oder so. So, dann haben wir das. Moment. Gucke ich mal eben. Aber ich brauche diesen Verwertertisch. Ich werde irre. So, Bauarbeit erforschen. Let's go. Darauf einen Schluck Kaffee. Oh ja. So, jetzt haben wir das. Das bedeutet, ich kann jetzt hier... wo bist du? Sägemühle, Steinmühle, Köhlerofen, Brunnen. Brunnen? Wofür brauche ich den? Für meine Felder oder? Wiederverwerter. Sag mir, dass ich alles habe, was ich brauche. Wir brauchen nur noch ein Kupferblech. Oder wir nehmen ein Kupferblech, ne?
Ist ja offenbar scheißegal. Dann nehme ich ein Kupferblech. Ich schwöre, wir hatten eben noch eins. Oder habe ich mich geirrt? Dann mache ich aber jetzt ein Kupferblech, weil Kupfer brauchen wir, glaube ich, nicht mehr unbedingt. Hätte schwören können, wir haben noch... Ah, hier! Hier, hier, hier. Okay. So. Haben wir? Dann baue ich jetzt einen Wiederverwerter, Freunde. Wie groß ist der? Geht. Wo mache ich den hin? Weiß ich noch nicht. Wiederverwerter. Die Frage ist ja jetzt eher... Ich glaube, den mache ich hier hin, ne? Oder? Wir können ihn ja, wir können ihn auch abbauen. Da kriegen wir alle Ressourcen wieder. Ich hoffe, das ist das Teil, was ich mir vorstelle. Schwefelschmelze. Dann machen wir den hier hin. Oh, cool. Ich freue mich. Ich hoffe, dass er genau das tut, was ich erwarte. Dann können wir nämlich vorne die Bastkörbe noch ein bisschen leeren und hier den ganzen Scheiß reinschmeißen. Ich stelle mir das vor wie den Industrial Grinder von Ark. So stelle ich mir das jetzt vor. Was haben wir denn noch? Also wir haben auf jeden Fall die ganzen Sachen, die wir brauchen, um jetzt irgendwie eine Hütte zu bauen, ne? Holzwand, Holzdach, Holzboden. Oh, da brauchen wir unfassbar viele Nägel. Bretter, Stein. Ja gut, also um jetzt bauen zu können, meine Lieben, brauchen wir auf jeden Fall die besseren Tools, die besseren Geschichten. Das ist mir wichtig. Also müssen wir dann erstmal mit dem Werkzeug anfangen, ne? So, was kannst du jetzt, Schatz? Zerlegen. Was darf ich denn jetzt zerlegen? Hatte ich nicht irgendwas gerade? Kupferschrott und Lederreste können wir ja anderweitig verwenden. Lass mal gucken. Ich nehme mal kurz altes Werkzeug hier. Das zum Beispiel. 1, 2, 3. Mehr Platz habe ich nicht. Oh, wie cool ist das denn bitte? So werden wir den Quatsch wenigstens los. Klar, ich könnte es auch einfach rauswerfen. Das vergammelt ja dann einfach. Gut, das hätte ich auch machen können, ne? Aber wir kriegen vielleicht auch aus sowas wie einem Kupferschwert auch nochmal Kupfer wieder raus. Das würde ich halt auch feiern irgendwie. Und aus richtig guten Sachen kriegen wir halt auch richtig gutes Material vielleicht wieder raus. Ja, es war jetzt nicht der Oberkracher hier. Können wir denn auch diese Sachen hier verwerten? Ah ja, okay, den können wir dann nur für andere Sachen nutzen. Okay. Alles klar. Ja. Das ist für mich okay. So. Oh, wir können hier noch Dinge upgraden. Ach du Kacke. Steinmühle upgraden. Die Truhen upgraden. Was auf jeden Fall Sinn macht. Ja, okay. So, dann holen wir uns erstmal hier unser Zeug wieder. Wir haben... Neue Geschichten am Start. Ich hole mal noch ein bisschen Wasser. Ich hole mal noch ein bisschen Wasser jetzt. So. Mit der 6. Holen wir mal einen Stack. Also wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Baumwolle. Zwei Dinger können wir jetzt anbauen. So. Sehr schön. Schaf? So, dann können wir hier nochmal ein bisschen Sacklein anschmeißen. Natürlich können wir auch Baumwollstoff anschmeißen. 3. Oh Gott, ist das teuer. Ach du Kacke. Na denn. Das ist ja toll. Okay.
Was mache ich gerade? Ich habe jetzt den Wiederverwerter. Und jetzt baue ich gerade Rüstung, richtig? Ist das vielleicht Blödsinn? Sollten wir vielleicht erstmal ein paar andere Sachen machen? Ich überlege wirklich, ob wir jetzt erstmal noch ein bisschen erkunden gehen und dann die Hütte bauen. Wenn wir erkunden gehen wollen, brauchen wir aber bessere Rüstung, bessere Waffen. Und bessere Tools, damit wir besser oder mehr Eisen abbauen können zum Beispiel. Also macht es eher Sinn... Ja gut, wir müssen es eh alles bauen. Ist auch scheißegal, wann wir das machen. Machen müssen wir es eh. So. Okay, okay, okay. Das hier... Wir müssen eigentlich auch noch die Kisten upgraden. Das macht Sinn. Können wir mal den Geist herholen? Ach nee, brauchen wir nicht mehr. Ist vorbei. Okay. Gut. Ich hole mal noch ein bisschen altes Werkzeug. Packe stattdessen das da rein. Zack, zack. Hole das raus. Und packe auch den Schlafsack hier noch mit rein. Dann können wir das hier schon mal verwerten. So. Das finde ich echt cool. Hier, der Geist ist gerade am Hochofen beschäftigt. Deswegen hilft er mir gerade nicht. Sei es ihm verziehen. Das Ding weg. Vielleicht haben wir auch noch irgendwie kaputte Rüstung oder so, ne? Dann müssen wir noch mal gucken, kurz. Hier, die Keule kann weg. So. Sehr cool. Wir sind sehr ökologisch. Sehr gut zur Umwelt. So, das kann hier so bleiben. Was haben wir hier? Eine Kapuze aus Tierhaut. Wir haben ja eine... Guck mal, die Dinger können wir super gut verbrauchen, ne? Verarbeiten. Das machen wir mal. So, den primitiven Bogen brauchen wir auch nicht. Die Schleuder ist auch nicht wichtig. Die Fallen brauchen wir noch. Kapuze aus Tierhaut. Habe ich die nicht hier auch noch gehabt? Nö, offensichtlich nicht. Können wir aber auch verballern, ne? Kaputtes Zeug. Lassen wir erstmal hier drinnen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das verarbeiten. Das ging auf jeden Fall irgendwo. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. So, dann gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Ein Brett. Naja, das soll immerhin, ne? So, dann kommt das da noch rein. Der Bogen, den wir nicht brauchen. Primitiver Bogen. Wofür brauchen wir den? So eine Armbrust wäre eher cool. Das war's, ne? Ja. Guck mal. Zwei Seile, Träumchen. Geil. So, dann hole ich noch ein bisschen Baumwolle. Brauche aber mehr Wasser, ne? Warte kurz. Wir haben jetzt 17 von den Saaten. Ach, ist das schön. Ja, es ist super grindy, das Spiel. Ich glaube fast schon, es wäre sinnvoll, dieses Let's Play täglich zu machen. Weil einfach so viele Folgen dann auch kommen. Was ich am Überlegen bin, ob ich nach Obduction einfach das hier täglich ausstrahle. Wäre schon sinnvoll, denke ich. So, bleib stehen. Okay. So, wir pflanzen Baumwolle. Yeah. So, das war's. Okay. Habe ich jetzt hier nur eine Baumwolle an? Ne, ist ja egal. Macht ja nichts. Ist ja völlig okay. So. Machen wir hier im Wasserfilter noch ein bisschen was rein. Sieben. Kann das darauf? Genau. Perfekt. So, wir holen uns noch ein bisschen Wolle. Bin sehr froh, dass wir über diese Range das machen können und nicht immer das Tor aufmachen müssen. So. Okay. Dann lasst uns mal gucken, mit welchem Rüstungsteil wir starten. Welches Rüstungsteil nutzen wir denn als erstes? Eigentlich möchte ich die Tasche als erstes machen, wenn ich ehrlich bin.
Ich möchte die Tasche als erstes machen, damit wir... Dafür brauchen wir tatsächlich eine Nadel. Eine Nadel? Wo krieg ich die denn her? Eine Kupfernadel. Oder eine Stahlnadel oder eine Jadenadel. Dann bauen wir eine Kupfernadel. Und dann können wir hier... Dings mal Faden. Brauchen wir auch Baumwolle? Oh no. Oh Gott, wie... Oh, Alter, ist das teuer. Ich werde irre. Ja, okay. Kleine Tasche ist mir wichtig. Es ist mir einfach wichtig. Die Wolle ist schon wieder fertig. Okay, wir bauen gleich noch eine Nadel. Wir müssen auch nochmal wieder Getreide machen, damit wir... die Tiere füttern können. So, wo kann ich denn eine Nadel bauen? Hier offensichtlich nicht. Hier in der Werkbank? Hier. Nadel aus Kupfer. Da brauchen wir ein Kupferblech. Dann hole ich mal Kupfer. Mache ich ein paar Kupferbleche. So. Baumwolle ist fertig. Moment. Pflanzen. Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen, go. Bleib hier, bleib hier. So, das war's, okay. Okay, okay, okay. Dann können wir hier schon mal weitermachen. Mit Baumwollstoff herstellen. Hilft nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal anbauen ohne Ende, damit wir nachher genug Faden haben und pipapo. So, hier haben wir jetzt ein Blech. Dann kann ich jetzt hier eine Nadel machen, ne? Ja. Herstellen. Das mache ich selber. Eigentlich bräuchten wir noch einen zweiten Geist, aber dafür müssen wir wahrscheinlich die andere Welt erst noch abschließen. Da ist bestimmt ein Boss oder sowas. So, Nadel ist da. Dann können wir jetzt wo war das jetzt? Faden. Ich muss die Nadel hier rein. Wir könnten dann hier schon mal einen Faden herstellen. Toll. Warum machst du nichts? Jetzt. Guck, das geht relativ schnell. Okay. Okay, also, das Ziel ist erstmal die Tasche, damit wir mehr Slots haben. Wir brauchen unbedingt mehr Slots. Lass doch mal gucken. Leder 5. Leder brauchen wir auch noch. 10 jeweils von den Dingern. Noch ein weiteres Dingsbums, dann haben wir es. Okay. Was ist das hier? Eisenverschluss? Hä, was? Ich guck noch mal kurz nach Leder. Hier ist Leder. Müssen wir also noch machen? Gerberei. Herstellen. Mach die alleine. So, dann können wir hier... wieder das reinmachen. Federn mache ich da auch rein. Und das mache ich da auch rein. Sind das verschiedene? Nee, Klauen sind immer die gleichen. Alles klar. So, hier machen wir noch ein bisschen was weg. Und hier kann das Kupferblech... Haben wir ein zweites gebaut? Genau. Und bei Holz... Das mache ich jetzt erstmal hier rein, weil ich gerade... Ich brauche echt Platz gerade. Und das kann auch erstmal weg. Und produziert ist, da kann noch die Asche rein.
Und die Seile? Hervorragend. Das behalten wir. Okay. Gut, glaube ich. So. Dann sind die auch schon wieder fertig. Super gut. Dann müssen wir gleich noch Wasser holen. Wir brauchen Unmengen an Baumwolle. Ich hole Wasser. Okay, machen wir gleich mal voll. Jetzt haben wir schon richtig viel Baumwolle. Aber wie gesagt, für die Fäden, wir brauchen nicht nur das hier. Wir brauchen auch sehr viele Fäden. So, nochmal. Mach voll die Hütte. Dann laufen wir jetzt gleich über Schaf nochmal zurück. Holen die Wolle. Holen die Wolle. Wir brauchen eigentlich noch ein zweites Schaf, ne? Eigentlich brauchen wir von allen Tieren mehr. Damit das hier schneller vonstatten geht. Wir haben so viel Kot hier noch, den müssen wir auch noch aufheben irgendwie. So, warte. So, wir machen jetzt erstmal die hier fertig. So. Okay. Dann werde ich hier noch ein paar Dinge anschmeißen. Ich glaube, wir machen jetzt noch 5 erstmal. Und werden stattdessen hier in der Werkbank Faden machen. War das. Oder war das im Schneidertisch? War das im Schneidertisch? Tisch. Ja. Machen wir Faden. Okay. So, hier haben wir noch ein paar Eisenbarren. Das ist auch schön. Auch das haben wir. Wir können die Dinger hier upgraden. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Werden wir aber brauchen. Oder Level 1 bis 2 Lagerplätze. Wir haben mehr Lagerplätze. Okay, das ist auch gut. So teuer ist das. Ah, das sind die Truhe, ne? Die Truhen, meine ich. Und der Köhlerofen. Haltbarkeit, Level 1 bis 2. Weiß ich nicht, was der jetzt alles kann dann. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Kisten und das Ding hier. Warteschlangenplätze 3 und Platz für fertiggestellte Rohstoffe 3. Okay. Mhm. Warte, warte, warte. So, ich packe mal noch einen Stack hier rein. Machen wir hier nochmal einen fertig. So, du machst Fäden. Kleine Tasche. Das. Fäden haben wir. Verschlusseisen brauchen wir natürlich noch. Sacklein machen wir gleich. Noch mal kurz Wolle und gebe dem Schaf noch was zu futtern. Boah, ich überziehe schon wieder massiv, Leute. Also, wie wir sehen, haben wir wieder gar nichts geschafft. So wie das halt immer ist bei diesem Spiel. Wir haben nichts geschafft. So, ich schmeiß noch schnell hier Sackleinen an. Let's go. Und sage, ja, in der nächsten Folge werden wir einfach stumpf weitermachen hier. Bis wir irgendwann fertig sind. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.